Aber wir nehmen das Petroleum jetzt auf. Mit zusätzlich. Ja. So, jetzt müssen wir uns hier mal kurz wieder hochbauen. Damit wir uns dann wieder weiter runterbauen können. Ist doch ganz logisch, oder? Also. Gibt es da irgendwelche Einwände? Ist das mit der falschen Spitzhacke abgebaut und dann kam da nichts raus oder was? Naja, okay, dann wissen wir. Da ist es wieder. War nur ein kleiner Leck. So, das haben wir jetzt auch mitgenommen. Keine Ahnung, was da gerade war, ist auch egal. Sind zwar auf keinem Server laut den Dingern, aber irgendwie schon. Wollte man. Ja, sah jetzt gerade so aus, als hätten wir mal. So, das Eisen müssen wir mitnehmen. Nein, kein Silber, sondern Eisen. Scheiß die Wand. Ich hoffe, wir hören jetzt gleich auf zu brennen. Wir heilen uns wieder, aber naja, wir hatten nochmal Glück im Unglück gehabt. Jetzt fahren wir hier alles ab, was es hier zu abfahren gibt, und dann gehen wir aber schnell wieder hoch. Weil da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust hier. Dann buddelst du und dann kommt wieder. Nee. Oder wir bauen das Ding. Naja, wir brauchen den Stein, ne? Aber Erde haben wir ja noch. Da hätten wir echt Glück gehabt. Diese Beeren müssen wir auch mitnehmen. Die Büsche leider auch. Also. Doch. Wir haben eine Werkbank dabei, dann könnten wir uns auch. Wir haben auch Eisen dabei. Eins lassen wir irgendwo in der Ecke frei, da es hier auch Licht ist. Weil das erhält ja den ganzen Raum. Ich weiß nicht, ich kenne mich nicht mit Lava aus. Ich sehe das immer nur im Fernsehen oder in erstarrter Form. Also von daher weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so ist, dass ein einziger Fleck den ganzen Raum erhellen kann. Aber ich bin mal vorsichtig und mache das hier mal so. Jetzt machen wir mal kurz eine Probebohrung vom Weiten weg und nicht wieder genau unter unsere Füße. Diese. Das war ein Satz mit X, das war wohl nichts. Also lassen wir das einfach hier sein und dann. Mal unsere Ruhe. Verstehst du? So. Das Erz. Das ist kein Erz. Das ist auch kein. Das ist aber hier das Bomber. Hier die Beeren. Und dieses Petroleum. So. Wir hatten da irgendwo eine Werkbank gehabt. Wo haben wir die denn drin gehabt? Hier drin? Jo. Sehr gut. Dann bräuchte man. Brauchen wir zwei Eisen. Wir hatten Glück gehabt. Diesmal hatten wir richtig Glück gehabt. So, einmal hier, eine da. Dann haben wir eine Schere. Mit der Schere bauen wir hier die kleine Büsche ab. Die wir dann bei uns wieder aufstellen können. So. Jetzt müssen wir noch gleich gucken. Wo war dann das Loch hier vorne? Gut, dass wir am Rand gelandet sind, ne? Die müssen wir leider wieder mitnehmen.
Mit der Axt geht schneller. Dann nutze ich nichts ab, aber es geht auf jeden Fall schneller. Gerade wird fast in die Hose gekackt. Jetzt bin ich ja so doof und wird da wieder weitergehen. Aber da kommt jetzt die Lava raus. Ja, ja, komm. Lass mal das. So ein bisschen haben wir ja. Eigentlich sind wir. Naja, wir können doch uns unter unsere. Dann bauen wir uns jetzt hier wieder mit hoch. Wieso, jetzt hätten wir uns. Ne. Dann hacken da noch das Petroleum aus der Wand raus. Weil das ist, glaube ich, nicht so eins, was man direkt öfters finden wird. Oh. Gut, dass auch nicht direkt die Lava rausfließt. Wieso sage ich eigentlich das immer? Weiß ich nicht. Das versickert jetzt gleich. Was mache ich denn eigentlich? Ich gehe rückwärts, statt ich vorwärts gehen soll. Naja. Sind halt zwei Petroleum kaputt gegangen. Ist ja nicht jetzt gerade Weltuntergang. Ich gehe immer wieder rückwärts. Bin ich jetzt ganz wohl oder was? Wenn man die Erze sieht, dann muss man die Erze auch mitnehmen. Also, das gebietet leider Minecraft. Da darf man nicht sagen, nö, ich will jetzt hier rausgehen. So, nein, ich lasse das jetzt hier stehen. Auch wenn ich das Zeug nie wiederfinden werde. Aber den Ort müssen wir uns auf jeden Fall markieren, dass man früher oder später. Ja, jede Folge wird etwas länger. Wir sind jetzt halt hier in der Erzhatz. Wenn nicht, machen wir die halt. Ist mir auch ganz egal. Also nicht ganz egal, aber. Ach nee, warte. Geht auf Nummer sicher, bevor uns das ganze Zeug in die Erde reinbrasselt und da. Hab ich irgendwie keine Lust drauf. Warte. Wo ist denn unsere An. Nee. So. Ich hoffe, dass wir jetzt hier keine Bücher mehr haben. Bücher? Aus den Bären. Kriegen wir dann Barren raus. Oder so. Was mache ich denn hier? Bin ich jetzt ganz wohl oder was? Bloß keine Antwort, bitte. Das brauchen wir. Nee. Den Knopf hätte jedem zeigen dürfen, noch nicht mehr. Da komme ich jedes Mal drauf wie so ein Vollhorsten. So, die Erde, die kann sie sich in die Haare schmieren, die brauche ich jetzt nicht. Ich will jetzt nur den Busch da unten. Ja gut, den Busch brauchte ich jetzt nicht, scheinbar. Hat das Schicksal für mich so entschieden. Hallo, ich wollte. So, da unten ist noch ein Busch, wie ich gerade sehe. Es gibt auch den Magic Wand oder wie das Zeug da. Ich schimpf alles. Ich stelle mich lieber da oben hin. Ich will ja nur an den Busch da dran kommen. Ja, nicht an den Busch, meine Fresse. Oh. Oh.
Ja, das war wieder blöd. Das wäre wieder scheiße ausgegangen. Du Arschloch. Wo ist jetzt die Beere hingeflogen? Ist sie jetzt in mein Inventar gehopst oder? Ich hoffe, es ist sie. Ich hoffe, es ist sie. So, lieber von uns so gedöns. Ja, sich nicht unbedingt auf dem Block wieder draufstellen. Naja, was damit. So. Jetzt müssen wir hier aber schnell wieder raus. Da wollen wir nicht, wollten wir ja überhaupt nicht rein. Wir hatten ja nur da den Eisen- oder Aluminiumbusch gesehen und dann wie so ein Verrückten sind wir hinterher gehechelt. Du willst nicht mit, okay. Wenn du nicht willst, dann will ich aber. So. Will das andere mit mir auch immer machen. So. Dann nehmen wir noch ein bisschen Kohle mit und ein paar XP. Und noch ein bisschen Shiny Ore, oder wie das Zeug heißt. Wie heißt das? Zinn Ohr jetzt. Nehmen wir mit. Wenn die Folge eine Stunde dauert, dann habe ich auch eine Stunde raus. Wenn wir jetzt schon mal hier sind. Ja. Oder? Läuft was nach? Nein? Ja? Nein? Schnell alles einsammeln. Das eine da, was da unten in der Erde hockt, das eine Erz, das kann der Gott der Lava haben. Das brauche ich nicht. Marmor. Ja. Hier. So. Hier vorbei. Dann da lang. Dann dort lang. Ja, wir gehen jetzt doch raus, aber wir können auch nochmal hier gucken. Scheint ja keine Lava zu sein. Ja, ja. Wenn wir gerade. Ich wollte ja hier wieder rausgehen, ja? Also. Dauert auch nur noch eine Stunde, bis ich hier raus bin. Wir müssen sowieso jetzt gleich mal aufhören. Wenn wir jetzt hier keine Reparaturstation haben. Oder zumindest die Folge beenden. Wie auch immer. Was ist das denn? Kreide, ja komm. Hau weg die Scheiße. Moment. Das kann weg, das kann weg. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kommt in die Tasche, das kommt in die Tasche. Und der Busch kommt in die Tasche, den kann man dann einbauen und dann wachsen da wieder neue Beeren dran, die man dann zu Barren verschmelzen lassen kann. Ja, war richtig. Jetzt gleich kommt hier nicht noch wieder ein Fluss Lava entgegen. Komm, ein, zwei Schläge. Müssen wir in der Schlucht an. Da kann man doch wohl nicht nein sagen. Menno, ihr seid gemein. Jetzt brauchen wir auch mal ein paar Fackeln. Ich hoffe, die haben wir nicht irgendwo versteckt. Nein, wir gucken jetzt nur da so ein bisschen und dann gehen wir hier wieder raus. Aber ich verspreche. Ja, echt. Du wollt mich doch verarschen. Sobald du 3 Kilometer weg bist, die sind glitzern. Guck hier, warte. Ja, die glitzern. Die sind aufgeladen, die Dinger, die Kristalle. Die sind sehr elementar für das nächste, was wir machen, was wir, wo wir uns so peu à peu dran annähern. Okay. Die sind auch aufgeladen. Jetzt seht ihr ja diese kleine lilane Blitze da.
Da ist noch eins, ich sehe es. Mit meinem entzündeten Auge. Ja, wer kein Pokémon oder Minecraft gespielt hat, der kann das nicht verstehen, dass man hier erstmal die Dinger alle absammelt und die ganzen Schächte und so. So, das müssen wir auf jeden Fall alles mitnehmen. Das ist Findesucht. Das kannst du nicht anders sagen. Wenn du einmal damit angefangen hast, dann ja, kommt der nächste und noch hier und hier, das nehmen wir auch noch mit und das nehmen wir auch noch mit und das nehmen wir auch noch mit. Und wenn wir gerade nochmal dabei sind, nehmen wir das auch noch damit und ja, dann bist du verloren. Dann hast du verkackt, genau wie bei Pokémon. Ich bin halt derjenige, der ne, in jedem Gebiet, wo er ankommt, muss er erstmal alles mitnehmen. Mal, was wir hier haben, dann kann man auch das reintun, das hier reintun. Den Busch, das hier und das komische Erz, das sortieren wir dann alles ein. Erstmal einsortieren und dann kann man das nach und nach schmilzen. Ne? Ich habe ja gesagt, das legiert sich dann zusammen. Also legiert heißt, die vermischen sich zu einer Masse und dann. Dann hast du die Arschkarte, wenn du dann ein bestimmtes brauchst und hast es dann gerade zusammengematscht und dann ne, hast du verkackt. Versteht sich ja von selber. So. Gucken wir nochmal gerade. Ja. Ja, und man verletzt sich bei den Büschen. Was ja sehr zuvorkommend ist, wenn man sie schon abbaut und mitnimmt. Kann man sich auch mal da wehtun dabei. Nimm doch den Scheißbusch mit, Mensch. So, wir haben wieder die Taschen voll. Komm, so viele Steine brauchen wir nicht. Jetzt brauchen wir noch die Bärchen, die Bären. So. Dann nehmen wir die auch noch ein. Das gummige Erz da hinten, müssen wir auch noch mitnehmen. Hat das jetzt mitgenommen. Und es Blitz und Donner draußen. Also in Minecraft. Ob es bei mir. Also. Ihr wisst schon. Da vorne müssen wir raus. Wenn nicht, machen wir hier wieder zwei Folgen draus und dann ist alles tutti. Ja, ist ja gut. Nimm mir noch ein bisschen hier mit, ja, wenn ich da. Liebe J. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. So. Haben wir jetzt. So. Dann machen wir hier wieder ein bisschen frei. Dann kommt das da rein. Langsam wird es ein bisschen eng in der Tasche, aber nein, wird es nicht. Kreide nehme ich auch nicht mit. Aber Marmor. Da kann man immer was mitbauen. Ich denke mal. Ne, da gehen wir jetzt nicht runter. Aber wir könnten meine gescheite Fackel in die Hand nehmen. Schluck mal die. Ja, das wollte ich eigentlich nicht tun. Aber was macht das Ding? Was macht er denn jetzt hier? Der liebe Herr Pepenbring. Wieso mache ich das, wenn man dem nämlich abbaut, dann gehen die Bären, glaube ich, flöten. Da weiß ich schon. Hier kommt Lava runter, aber ein kleiner Punkt. So.
Also, was gesund für uns wäre, wenn wir jetzt nicht unbedingt da weitergraben. Wenn wir schon die Lava hören und sie da von oben aus der Decke raustropfen. Ja, wenn hier die Kristalle uns schon so geschenkt werden, also dann. Weil da muss man, braucht man, glaube ich, massig von. Und dann, ja, sollte man die doch noch mitnehmen. So. Nee, einfach zwei Folgen raus. Aber, ne, Erze, Erze, Erze. Wir fanden den Metroid und dann gab es Erze, 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 Erze und Edelsteine und. Meinst du, wie man sich darüber freuen kann? Stopfen wir mal das Loch da gerade zu. Wie versiegt denn die Lava? Und dann. Ihr kennt das ja. Was soll ich denn da erzählen? So, jetzt wird es hier dunkel, weil die Lava weg ist. Normalerweise wird die sich einfach runterbrennen und immer weiter brennen. Wenn sie auf so kaltem Stein, naja, die geht, wird dann zu Magma oder. Weiß ich nicht, welches ist, ob Magma flüssig und. Naja. Werde schon selber rausfinden, wenn er das wollt. Oder wenn er in der Schule aufgepasst hat oder. Wenn er durch irgendwas anderes was wieder vergessen habe. Ich weiß, dass es Magma und Lava gibt. Das eine. Haben wir da noch Platz für? Ja, haben wir da noch Platz für? Ja, haben wir davon? Kann man das da reintun? Ja. Die hätten wir auch mal ein bisschen aussortieren können, aber naja, was sollen wir machen? Ja. Jetzt noch das Eisen mit und dann gib uns da Möllnir, nicht Möllnir, Junge, unser Doomhammer sowieso bald auf. Mal so weit kommen wir und dann war es das erstmal. Dann machen wir hier Fackelchen ran und gehen wieder in den. Ja, guck hier, das kann man nicht stehen lassen, wenn man das gerade sieht. Geht nicht. So. Dann machen wir hier noch eine Fackel hin. Jetzt wollen wir demnächst hier nochmal hingehen soll. Was war das jetzt? Salz oder? Ja komm, Salz ist gut für den Hals. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Wir nehmen dich schon mit hier. Liebes Eisen. Und liebes Kupfer. Kopper, wie auch immer. Was ich auch immer total. So nach und nach hat das ja mein, irgendwie angefangen, zumindest hat man das, habe ich das mitbekommen so. In Minecraft hat man das so, wie hat man das so mitbekommen, dass immer so ein paar Begriffe kamen, die dann in Englisch waren. Und was haben wir hier? Ja. So ein Englisch waren, so wie GZ und keine Ahnung, Grades, ne, Grads und so, du weißt schon. Ne? So, da gehen wir nicht lang. Aber wir setzen hier trotzdem mal eine Fackel hin. Obwohl da Lava lang fließt, sieht es dunkel aus. Okay. Ja, Entschuldigung, ich entschuldige mich vielmals. Dann machen wir hier wieder zwei Folgen raus, wenn es jetzt wieder 1,5 Stunden dauert.
Das ist hier wie für einen, der hier Minecraft spielt, wie so ein. Ja, ich will aber nicht mehr. Doch, du musst. Du musst. Und du musst weiter. So. So hört sich das an im Kopf. Das hört sich nicht gerade. Na, ist ja egal. Ihr wisst schon. Ja. Lalala. So. Das nehmen wir noch mit. Ihr kennt das doch. Wenn wir später mal. Ich halte gerade die Luft innerlich an, damit mir die Scheiße hier nicht um die Ohren schwimmt und ich dann wieder da drin versinke. So. Natürlich ist da oben auch noch was. Einfachste von der Welt ist dann einfach hier zuzumachen. Dafür haben wir jetzt den ganzen Aufweg gebaut. Nee, also. Da scheiße ich jetzt mal drauf. Gerade. Ja, genau das sollte nicht passieren. Komm. Hör doch mal auf jetzt. Gleich immer. Du willst mich doch verarschen. Du willst mich doch verarschen hier. Guck mal da. So, jetzt aber gut. Entschuldige mich dafür, aber naja, eigentlich aber auch nicht. Gerade eben die grünen Dinger da gesehen. Und da sind auch noch. Also leck mich doch am Arsch langsam. Entschuldigung. So, jetzt noch die Kristalle da abbauen. Hoffen, dass sie glitzern. Nein, tun sie nicht, aber ist ja egal. So. Tun wir den scheiß Andesit-Klumpen mal da gerade weg. Ist nur noch nach die glitzernden grünen Dinger. Wo waren sie denn? Das ist aber das letzte, was wir jetzt abbauen. Dann gehen wir schnurstracks nach oben. Ehrlich jetzt, ich verspreche es euch auf die Hand. Und den Busch. Ich bin selber müde, ja, also ich würde gerne selber hier das abschließen, Leute. Jetzt.
Weil morgen müssen wir dann wieder Holz schleppen und vielleicht müssen wir es auch auseinanderbauen und ich will das nicht. Ich will nicht unbedingt. Und das kann weg. Ja, das wollte ich hier rein tun. Da oben drauf. So, so, so. So, so. Und so. Das war's dann schon. Das war wirklich. Ach komm. Nee, komm. Ja, die ganze Zeit hier auf Fackeln hinzusetzen, ich Vollidiot. Ihr seht da nichts von, wirklich. Also schon, aber. Naja. So. Wenn wir jetzt ein oder das andere Erz übersehen haben. Das war für diejenigen leid, die danach weinen, aber. Siehst du, dann zerspringen diese Bären da und dann hast du nichts davon. Ich bin vorsprach, ich weiß. Noch ein Schlag, dann ist aber dann geht der nämlich in die Knie gleich. Jetzt gehen wir hier raus. Jetzt rieseln die noch da von oben runter. So. Müssen wir hier nur wieder rausfinden oder wir buddeln und, oder ich buddel mich raus. Ja, ich bin so, ich buddel mich auch aus Sachen raus. Ich quäle mich nicht noch extra. Einfach dem Licht wieder folgen. Hier sind wir. Endlich wieder raus hier. Tut mir sehr leid, aber irgendwie tut es mir auch nicht leid. Oh, nein, das müssen wir mitnehmen. Ja, Entschuldigung. Ich habe gesagt, wir gehen hier raus, aber. Ne? La 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 la. Okay, gut. 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 Da oben steht das Pferd noch immer. Es ist wieder taghell. Sonst wäre es auch nicht so hell hier drin, ne? Ja, ja, ja. Wenn du nicht lieb bist, dann esse ich dich gleich auf. Das ist die andere Lava. Und hier kommt wieder der Japaner. Gut, das. Weißt du, ich bin gestorben jetzt. Ich flipp aus. Alter, weißt du das? Echt? Da fehlen mir die Worte, weißt du? Da fehlen mir echt die Worte. So eine Scheiße hier. So eine missgeburtige Kacke, du. Nein, du stellst auf freundlich, da passiert nichts. Nein, da passiert nichts. Nee, du explodierst und deine ganze Erde sind im Arsch, sind die. Aber die 5 Level, die behält man. Also. Echt, Alter. Fick dich doch in die Hölle, du. Echt. Echt, da flipp ich aus. Wieder die ganze Rucksäcke weg.
die Richtung sind wir gegangen. Naja, dann beenden wir jetzt erstmal die Folge, dann so versuche ich dahin zu kommen. Und naja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ich jetzt hier nicht wieder finden sollte, dann stelle ich das alles soweit wieder her. Jetzt von den ganzen Ärzten weiß ich nicht, was ich da hatte. Wenn nicht, müssen wir dann halt nochmal reisen oder ich reise schon mal im Voraus hin. Und dann sammeln wir nochmal woanders dann da. Und dann wünsche ich euch jetzt trotzdem erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Bedanke mich fürs Zusehen bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Ciao.